Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Wir sind beim letzten Mal wieder im Lost Lake Tal angekommen und haben, naja, die Meldung erhalten, dass sich hier im südlichen Tal die Miliz bereit gemacht hat und sich unter Umständen schon mal postieren, um einen Angriff auf das Lost Lake Camp zu planen. Und wir wurden von Ricky darüber informiert und versuchen nun die Lage Stück für Stück auseinander zu pflücken, dass diese drei Lager so schnell wie möglich neutralisiert werden. Eines wurde schon ausgekundschaftet und beseitigt und wir sind hier stehen geblieben bei dem zweiten Lager. Witzigerweise hatte sich auch Copeland gemeldet, dass der nun einen weiteren Camp-Auftrag für uns bereithält. Tja, dass ausgerechnet der Typ nochmal auf uns zu sprechen kommt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber ja, tatsächlich verlangt er nach unserer Anwesenheit. Aber der Sache können wir erst dann nachgehen, wenn hier alle wichtigen Milizpunkte ausgeschaltet wurden. Komm, dreh dich um, Junge. Was zur Hölle war das? Suchen. Gut umsehen. Soldat. Ich muss schon sagen, in Sniper Elite habe ich das auch schon gefeiert, ne? Aber hier. Muss ich persönlich sagen, ist das auch ein Takedown, der mir mit am meisten gefällt. Was zur Hölle war das? Kundschafte es am besten doch einfach mal aus. Verdammte Miliz, na los! Das konnte ich mir wirklich sehr oft hintereinander ansehen, ohne dass es für mich selber langweilig wird. Die drei jetzt natürlich zu kriegen, wird schwieriger. Gut, dass das auch noch funktioniert hat. Meine, hier ist so viel Buschwerk, dass man ohne weiteres die Leute wirklich einzeln nach und nach auseinandernehmen kann. Alles abgesucht werden.
sehe mich mal um. Na los, dann wollen wir mal. Ja, alles in allem. Ist das doch wirklich mal eine Herangehensweise, die sich sehen lässt. Ja. Und das war's. Gänzlich ohne Schusswechsel. Man könnte sagen, genau das Gegenteil zu dem, was beim ersten stattfand. Okay. Eins noch. Melitz, verdammt. Mehr von ihnen. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Und da sind jetzt ausnahmsweise sogar welche, die genau jenes Haus inspizieren, an dem ich auch schon mal gewesen war. Das war knapp. Oh. Soldat. Na los. Alter. Wir mal. Da sind Männer. Auf ihn. Wir schaffen das. Miliz. Na los. Junge, fünf Leute. Los, ihr Wichser! Gut, ruhig zu! Da bleibt ja jetzt nicht mehr viel. Immerhin für beinahe zwei Gegner hat der Schalldämpfer gehalten. Da sind die letzten beiden. Na, ich hätte mich an seiner Stelle auch zurückgezogen. Wie gekonnt hier wirklich fünf Leute in kürzester Zeit nach und nach im Nahkampf, im Stealth-Mode vor allem weggezogen wurden. Das war ja wirklich eine geniale Streak.
Das hat er interessanterweise gemerkt, dass man ihn versuchte zu flankieren. Aber wie sieht es mit einer solchen Taktik aus? St. John, wir wissen, dass du es bist. Der Colonel sagt, du bist ein Verräter und ein Feigling. Du und Captain Curry wolltet ihn umbringen und habt dann Fahnenflucht begangen. Das war nicht sehr schlau. Hörst du? Warum ergibst du dich uns nicht einfach? Ich sehe mich mal um. Scheiße. Heilige Scheiße. Das war der letzte. Tja, Junge. Das war wohl nichts. Hey, Ricky, ist erledigt. Gott sei Dank. Okay, ich sag's Boozer. Ricky, Ende. Fantastisch. Ja, dann hätten wir ja das auch im Kasten. Drei weitere Milizposten, beziehungsweise die ersten hier, abgesehen von dem einzigen Neuro-Kontrollpunkt, am Sanchium Highway Pass, wurde nun geräumt und dementsprechend fahren wir nun rüber nach Copland. Werden wir dort auch noch die Gelegenheit nutzen zum Auftanken. Vor allem, was auch noch eine wichtige Erwähnung ist, von der letzten Episode gesprochen, dass, das wusste ich auch nicht, dass die Horde in Iron Butte, die man hätte beseitigen müssen, für die ursprünglich letzte Mission, die vom Lost Lake Camp ausgegangen ist, dass die nach wie vor schon für abgehakt gezählt worden war, auch wenn man sich schon viel früher drum gekümmert hätte oder gekümmert hat, dass das einfach schon verbucht wurde unter jo, das Ding war schon im Kasten. Viel Zeit hat man sich jetzt unter Umständen erspart, weil man schon in Vorleistung gegangen war. Und ich denke mal, so einfach wäre man an den Dünger wohl nicht rangekommen. Vielen Dank. Aber ich werde nicht lange bleiben, das kann ich euch sagen. Los, rein mit ihnen. Was ist passiert? Ein Angriff. Rumtreiber beim Highway. Wir müssen sie mit ein paar Männern verfolgen. Schau mich nicht so an. Ist nicht mein Problem. Sie haben Manny. Du hast Manny da rausgeschickt. Ich leite nur das Camp, Deke. Ich sage niemandem, wie er leben soll. Zur Hölle, Cope! Ich habe beim Tierschutz
Na gut. Er ist es also, den wir retten müssen. Herumtreiber am Highway, ja. Tja, genau hier, wo das Bike damals abhanden gekommen war. Es wird auch die letzte Mission sein, ne? Also die letzte Mission für Schutz für die Schwachen. Cope, ich habe sein Bike gefunden. Mal sehen, ob ich ihn von hier aus aufspüren kann. Meine Männer sagen, am Sandium war ein Hinterhalt. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Beacon Ende. Unmittelbar hier muss das ja auch damals stattgefunden haben mit Leon. Ganz zu Beginn. Aber hier wurde auch tüchtig gearbeitet. So nicht. Also entweder wurden die hier durchgeschleppt, also Manny ihn erst. Das war knapp. In erster Linie. Oder aber einige Leute hatten Pech. Ja, das war sogar das Lager, wo wir einst vorbeigekommen waren, ganz zu Beginn im Spiel. Nur ist der Ausgangspunkt jetzt nicht derselbige, sondern diesmal geht's hier hoch. Ich suche das Gestrüpp. Das Problem ist, ich habe keinen Schalldämpfer mehr. Das ist ja jetzt doof. Das ist ein bisschen Overkill, ich weiß, aber... Renn, du Arschloch! Naja, es hat jetzt nicht derartig viel Aufmerksamkeit erregt, was es wahrscheinlich sonst gewesen wäre, wenn ich geschossen hätte. Unkonventionell, das gebe ich zu. Aber es hat ja trotzdem funktioniert. Besser als ich dachte.
Ich schwöre, da war was. War das ein Stein? Hier ist jemand. Was er denkt? Mal gut, dass der andere Typ sich gerade noch in dem Moment umgedreht hat. Das sind aber ganz schön viele hier, Mann. Also wenige sind es nicht. Dass die eine sich da echt nicht umdreht. Schon äußerst verwunderlich. Na gut, dann holen wir uns den hier halt zuerst. Soll mir dann auch recht sein. So weit, so gut, ne? Und der könnte jetzt was sehen. Nee, noch nicht so wirklich. Ich bin gerade wirklich darüber verwundert, wie gut das hier alles klappt. Also wirklich, wie gut, ne? Das ist ja verrückt. Wirklich, also jetzt kommt ja hier nochmal die Sniper Elite 4 Nostalgie durch. Den Wecker nehme ich auch noch gerne mit. Schon aufgehalten. Außerdem, wer außer dir weiß denn schon, wie man einen Vergaser baut?
langsam. Kein Fuß. Na, klasse. Ja, dass der hier so schnell erstmal nicht hochkommt, ist auch klar. Aber es wundert mich überhaupt, dass die Zwischensequenz getriggert wurde. Obwohl ja noch gar nicht alle Plünderer tot gewesen waren. Das wundert mich am meisten. Ja, das ist ein Bär, würde ich mal sagen. Genau, hol ihn dir. Das war ein One-Hit, Alter. Das war ganz klar ein One-Hit. Aber der Rager wird auch gleich Bekanntschaft machen mit dem MG. Das hoffe ich doch. Scheiße, Dick. Du hast es geschafft. Oh, Scheiße. Okay, das war's. Ich war zu lange im Camp. So was habe ich noch nie gesehen. Ja, okay. Dann lass uns jetzt von hier verschwinden. Hey, da lasse ich mich nicht lange bitten. Was zum Henker ist passiert? Was hast du hier draußen gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe ewig nichts besorgt. Ich dachte, vielleicht, ich weiß nicht, mache ich zu wenig. Weißt du? Mit einer Waffe rumrennen, das können eine Menge Arschlöcher hier, Manny. Aber Bikes reparieren, das können nicht viele. Ja, ja, hat Cope auch gesagt. Ja, ausnahmsweise gebe ich dem Bastard mal recht. Also, was meinst du? Warum muss das so sein? Wie denn so? Dass sich hier draußen alle gegenseitig umbringen. Manny, weißt du, wie viele Leute im Knast saßen, bevor alles den Bach runterging? Ich meine, hier in den Staaten? Na, keine Ahnung. 2,5 Millionen. Und mit denen, die auf Bewährung draußen waren, sind es fast 7 Millionen. Also, einer von 35 war jemand, der auf das Gesetz scheißt. Und das sind nur die, die geschnappt wurden. Scheiße. Die Frage ist also nicht, warum es jetzt so ist. Die Frage ist, warum es nicht immer so war. Ist klar? Ja, ja. Hey, Dick, hast was gut, Mann. Ich wäre jetzt tot, wenn du nicht... Manny, halt dich bedeckt. Halt dich bedeckt? Sie geben dir Essen. Und jetzt mach, dass du hier wegkommst. Jo, und das war... Jo, 3950 Punkte an Vertrauen. Also hätte ich damals, oder was heißt damals, aber dann hätte ich den Leuten ja gar nicht die Punkte, die Ohren schenken müssen. Aber egal. Ja, der Handlungsstrang Schutz für die Schwachen wurde somit abgeschlossen. Und wir bekommen noch das dementsprechende individuelle Akzente. Design fürs Motorrad. Nur leider bekommen wir halt nichts in Anführungszeichen als Gegenleistung. Also klar, das Design ist schön und gut, aber wir bekommen halt nichts als Gegenleistung von Copeland's Camp, also von Manny, für die Leistung als oder fürs Motorrad. Das finde ich ein bisschen schade.
Gut, Leute. Aber damit soll es das gewesen sein. Es geht zurück in Richtung Lost Lake Camp. Aber das erst in der kommenden Episode. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Days Gone.